Ja, moin Leute, es gibt einen neuen Trailer zu Jenseits des Lichts. Dabei geht es um die neuen Fokusse, um die Stasis-Fokusse, Fokusse der Dunkelheit. Und da gibt es jetzt einen Gameplay-Trailer dazu, und den schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ja, gibt es eine kleine Reaction mit dazu. So, mal stellt man das Mikrofon auch passend ein. So, let's go. Die Schleusen sind offen. Die Dunkelheit ist hier. In uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu kontrollieren. Fokussiere deine Macht. Okay, also in uns allen liegt die Kraft, die Dunkelheit zu nutzen. Das ist schon mal storytechnisch ein sehr interessanter Punkt. Lass sie wachsen. Unser Kampf ist noch lange nicht vorbei. Wieder super geil musiktechnisch abgestimmt. So, und jetzt den neuen Fokus, da bin ich mal gespannt. Schattenbinder. Ja, alle, also sehr auf Eis basiert halt. Okay. Der Warlock hat also hier ganz kurz nochmal, der Warlock hat etwas geworfen, Granate oder Nahkampf. Jetzt nicht gesehen. Das dürfte dann der Nahkampf sein. Die Granate hat er davor geworfen. Und dieser Nahkampf friert dann den Gegner ein. Und dann kann man ihn einfach mal töten. Okay. So, der Jäger der Wiedergänger kann kleine Tomahawks werfen. Kleine Äxte. Das ist ihr Schicksal. Einer nach dem anderen. Und auch Gegner einfrieren. Und die dann auch mit einem Shuriken danach kaputt machen. Titan der Koloss. Okay, auf den Boden hauen. Dann gibt es ordentlich Rambazamba. Sieht gut aus. Das Rift scheint auch einzufrieren. Und eingefrorene Gegner scheinen halt schneller kaputt zu gehen. So, jetzt wird spannend hier. Zack, zack, eine Mauer gebaut. Eine super reingeklatscht wie Chaosfaust. Auch alle Gegner eingefroren. Warlock kommt da rein. Lässt die Gegner easy going explodieren. Ja. Sieht erstmal sehr eindrucksvoll aus. Neue Super, wir haben ja lange darauf gewartet. Dunkelheitsfokus auch, das ist auch sehr, sehr spannend. Ich mach mal hier kurz einen Pausenscreen an der Stelle. Am 10. November kommt das raus. Ja, was haben wir da gerade gesehen? Wir haben die neuen Fokusse gesehen. Wir haben gesehen, dass die Fokusse immer auf so, sage ich mal, selben Prinzip basieren, dass man den Gegner einfriert und dass man den Gegner dann crasht. Es gibt sozusagen eine Fähigkeit, die einfrieren kann, und es gibt eine Fähigkeit, die crashen kann. Und der Gegner, der eingefroren ist, geht halt leichter kaputt. Er ist zerbrechlicher scheinbar, also macht mehr Schaden oder wie auch immer das dann gemanagt wird im Spiel. PvE sieht sehr, sehr gut aus. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Für PvE ist das wirklich genau das Richtige. Passt auch super zu Destiny. Ja, bei PvP. Also bei PvP Gegner einfrieren, ja. Da sage ich jetzt erstmal nichts zu. Aber Bungie scheint ja wirklich mächtig stolz drauf zu sein. Sie haben ja auch sehr viele PvP-Abschnitte benutzt. Das heißt, sie sind der Meinung, das passt gut in den PvP rein. Und das ist, denke ich mal, an der Stelle dann auch eine kleine Meinungsverschiedenheit zwischen vielen PvP-Spielern und Bungie. Aber gut, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze findet. Und bis zum nächsten Video auf VNeroTV.